Das ist der Moment, den viele gefürchtet und manche erhofft haben. Mittwoch um kurz nach zwei in Stuttgart. Der Bagger packt zu. Nach Monaten voller Proteste also der Beginn der Abbrucharbeiten am Nordflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Der soll im Rahmen des Megaprojekts Stuttgart 21 ja unter die Erde verlegt werden. Ein Projekt, das die Stadt spaltet. Ich könnte gerade losheulen. Das ist ganz schlimm für mich. Verrückt. Nur noch verrückt. Das ist ein ganz furchtbares Ereignis. Hunderte von Demonstranten protestierten am Nachmittag rund um den Hauptbahnhof. Die Stimmung aufgeheizt. Manche versuchten, die Abbrucharbeiten noch mit einer Sitzblockade zu verhindern. Am Ende ohne Erfolg. Dieses Projekt ist der Hirnriss, es ist wahnsinnig. Und wenn ich das sehe, sage ich eins, die Schlacht gewinnen sie, aber den Krieg werden wir gewinnen. Und sie machen Krieg hier. Und mittendrin sogar ein paar Befürworter. Endlich geht's los, es wird Stuttgart gut tun. Und ich weiß, Ihnen noch leid tun, dieser Ausspruch, das schwöre ich Ihnen. Ja, ich habe inzwischen viele dieser Drohungen gehört, aber ich denke, in der Demokratie sollte man eben das aushalten. Die Gegner des Milliardenbahnprojekts haben weitere Großdemonstrationen geplant. Der Protest gegen Stuttgart 21 soll weitergehen, die Abrissarbeiten aber auch.